Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2 mit Alcosa, das bin ich und das ist mein Charakter. Er hatte meinen Schnauze, müsst ihr wissen, jetzt hat er gerade keinen. Ich vermisse ihn sehr. Der dritte verlorene Bruder der Mario Brothers. Wo waren wir stehen geblieben? Nachdem wir verzweifelt, den einen Weg da gehen wollte mit den Steinstatuen oder was das sein soll, ich gehe mal hier hoch. Sind wir den anderen Weg entlang gegangen, den ich eigentlich auch gehen wollte. Das ging ja so in Richtung Wald mit ein paar Untoten und die können nichts und ich hatte recht. Und dann sind wir natürlich bis zum Bonfire angekommen und hier sind wir und ich glaube, ich kann nicht öffnen, weil es verschlossen ist. Ich höre irgendwas glitzern da drinnen. Interessant. Wir werden von daher... Ja, so. Hier also nun weitermachen. Hm, wie unerwartet. Gehen wir runter. Und das sind Gegner. Nein? Keine Gegner? Keine? Okay. Ah, schon sind wir hier. Hier unten ist nämlich Feuer. Und da unten ist auch so ein lustiger. Ich werde angegriffen. Wow. Ich bin noch gar nicht richtig drin. Ich würde eigentlich zeigen, dass da unten so ein lustiger irgendwas ist. Und das hält viel aus und macht gut Schaden. Aber da unten soll eigentlich auch was Lustiges liegen. Lustiges. Du lebst doch! Hey, du lebst wirklich! Muss vorsichtig sein, meine Waffen sollen ja auch nicht zerbrechen. Von der anderen Seite. Okay, Boss. So, was haben wir hier? Eine Nebelwand! Bin ich da schon lang? Ich will hier nochmal hier rüber schauen. Lebst du? Die engen Räume sind halt echt nicht praktisch gerade. Verlorenen Untoten. Bringt kaum was, aber okay. Öffnen. Auch verschlossen. Alles verschlossen. Wir müssen durch die Nebelwand. Aber hier gibt es sehr viele Nebelwände, die jetzt nicht unbedingt zu einem Boss führen. Also... So ist es nicht. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Und sie ist auch verschlossen. Alles verschlossen. Na, Junge, hast du aufgegeben? Würde ich an deiner Stelle auch tun. Er hat nicht aufgegeben. Er ist standhaft und steht wieder auf. Dieser Pisser. Ich hab kaum noch welche. Ich hab wenig Leben. Ich glaube, hier sollte ich nicht so offen stehen auf Dauer. Oh, ja. Ja, die schießen schon auf mich. Na ganz toll. Oh, da ist der. Oh nein. Oh, kommst du denn her? Okay. Ja. Hier kommen wir, glaube ich, nicht drum herum, den mal hier zu machen, ne? Jo, zerrümpel erstmal die Gegend. Bitte? Bitte? Er geht ja alles ganz schön in die Luft. Er kriegt auch gut Schaden nebenbei. Wow. Na gut, ja, das ist ja gleich um die Ecke. Mama. So, diesmal achte ich auf den Typen. Habe ich geachtet, mein Freund. Ach, jetzt ist der auch noch so ein böser Bube. Haut einfach ab, okay? So, hier drüben wahrscheinlich noch der so tut, als ob er aufgeben würde. Aber er gibt nicht auf. Jetzt. Das hätte ich mir echt jetzt ersparen können. Ach, verdammte Kacke. Ach, Mann. So, irgendwo hier muss jetzt auf einmal dann so ein Typ kommen. Da! Aber wie kommt der hier hoch? Der muss ja irgendwie den Weg hier hoch entlang gehen. Da will ich sehen. Das kleine bisschen da.
Der müsste jetzt hier gleich da sein. Ja? Nein? So. Ich habe auch nichts zum Werfen, weil es nicht so ist. Okay, ich sehe schon, die ist wild. Ah, genau das wollte ich verhindern. Ach, Dreck. Ich glaube, ich werde schon wieder sterben. Geschafft? Was? Eieiei. Hier ist überall Sprengstoff. Ich freue mich. Oh, 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 oh. Nein! Das ist nicht fair. Wieso? Nein! Ach Mann. Ja, und wieder hin. Jetzt steht ja der schon wieder. Ah! Ich war so froh, dass ich den erledigt habe. Machen wir die Kulisse kaputt. Yo. Gibt's nicht. Ah! Ich bin aber... Ah, das ist gerade ziemlich unangenehm gerade. Ich glaube, ich muss mal dringend was machen. Nee, Ausrüstung. Ich habe ja... Oh, ich habe sogar zwei Menschenbilder. Wenn ich nämlich das nehme, das Menschenbild, kann ich endlich wieder volles Leben haben. Das ist sehr praktisch, wenn ich ein bisschen mehr Leben habe. Habe ich mal gehört. Irgendwie ist gerade alles ziemlich bei mir verbraucht, obwohl ich eigentlich gar nicht möchte, dass alles so viel verbraucht ist. So, wir müssen erstmal wieder die Typen hier machen. So, Kollege, du und ich. Mal wieder. Kommen wir endlich her. Jetzt ist auf einmal der komische Untote auch da. Dass ich da oben liege, gefällt mir irgendwie nicht so. Oh, fuck. Ah. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn doch fast wieder gehabt. Ich krieg das hin. Segen erhalten. Mir ist gerade mal was durch den Kopf gegangen. Ich hoffe, die Tür kommt jetzt nicht hoch. Habe ich nicht schon ein Schild? Jetzt ist nur die Frage, welches... Ich glaube, das ist besser.
Aber es ist klein. Es ist verdammt klein. Und das ist der Typ schon. Mann, nerv nicht. Dass der aber auch immer kommen muss. Inventar. Nee, Ausrüstung. So, und das andere? Ist größer. Damit fühle ich mich sicherer. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Dass wenn der Dicke halt seinen Hammer schwingt, dann ist auch unangenehm. Oh! Ernsthaft? Das macht er nicht kaputt? Dein Scheiß Ernst! Naja, immerhin hat es etwas geholfen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hopp! Das wollte ich nicht drücken, verdammt! Oh, ich fühle mich mit Schild irgendwie schon sicherer. Hey, wir haben es wieder mal geschafft, das Vieh liegt. Boah, ich raste aus und ich habe kaum noch Lebenssteine. So, jetzt du. Das war wieder knapp. Ich glaube, ein Hit würde reichen bei dem. Wow. Oh, wir sind wieder beim Bonfire. Praktisch. Praktisch. Praktisch, dass wir wieder da sind. Ey, komm, wir gehen mal kurz zu der Dame. Die hat doch, Achso, so muss ich. Lebenssteine, aber auch nicht mehr viele. Scheiße. Gib mir Lebenssteine. Ich will leben. Ich verbrase gerade einfach nur alles. Ich weiß, aber... Sieht das gerade wirklich so aus, als ob ich andere Optionen hätte? Ja gut, vielleicht habe ich die. Aber dann weiß ich sie gerade nicht. Muss ich ehrlich sagen. Nerviger Anfang, wenn ihr mich fragt. Nerviger Anfang. Komm mal rein, du. Sehr gut. So. Was ist mit denen da oben? Ist der schon unterwegs? Nein? Ich weiß, dass du da bist. Mir machst du nichts vor. So, der wirft wieder seine Bomben. Such's jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal da die Leiter hoch. Oh! Hi du! Achte ja nicht auf mich. Nein. Oh, okay, nein. Ich gehe wieder runter. Es hat einen gewissen Grund. Das, was ihr da gesehen habt, das wollt ihr nicht, dass ich das jetzt bekämpfe. Sagen wir es einfach mal so. Das muss nicht sein. Einfach nochmal zurücksetzen. Wir riskieren das gar nicht, okay? Wir machen jetzt ganz sicher. Ganz sicher. Wow. Warum kommst du nicht zu mir? Hä? Okay, ich habe auf jeden Fall genug Ausdauer. Oh je, je. Und das doch einigermaßen wegzustecken. Hey. Cool. Wieso ist das gerade alles so unangenehm? Grüne Blüte. Ich bin aber eher ein Freund von roten. Noch Menno. Das sieht so aus wie ein gefundenes Fressen. Oh, hey. Was geht? Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Ich reise gerne allein. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. My journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Danke für die Info. Oh yes, you be cautious if you go any farther.
There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Krieg ich den Ring? Kannst du mir mal zeigen? I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Ja, und der Ring? I'll leave this one to you. Ja, okay, da erzählt mir nichts Besonderes mehr. Ich will den Ring. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das einfach nur einladend ist für du stirbst jetzt auf jeden Fall. Ich kann mich zumindest an sowas erinnern. So, hier gibt es auf jeden Fall... Das ist kein... Alter! Uncool! Wo? Da! Uncool. Das sind alles diese Sprengfässer. Ich will nicht. Ich will gern... Was wirft der Nächste hier nach Sachen nach mir? Mein Gott. Ist das der Walk of Shame hier? Okay, jetzt geht das zu. Ach, shit. Was haben wir hier so? Nichts. Ah! Hey, hallo! Na! Komm schon! Aha. Ja, klar, sollte halt eine Falle sein. Schon verständlich. Verständlich. Aber muss das gleich so extrem sein? Aber ich muss ja diesmal nicht so lang laufen. So weit. Also bin ich da gleich wieder vor Ort. Jetzt ist das Tor zu? Wirklich? Oh nein! Ach man! Will ich es mal wirklich wagen? Was habe ich schon großartig zu verlieren? Na gut, bisschen Leben. Dreck. Der Weg ist auch kacke. Alles kacke! Boah, was war das für ein Geräusch? Ja. Ne! Was? Oh Mann, scheiße. Das sind ja auch ganz schön viele. Ich glaube, das wird mir noch öfters passieren jetzt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So weit, so gut. Einen habe ich. Könntest nicht lassen, oder? Mein Schild, das schützt mich. Aber nicht vor so einer Scheiße. Bums. Ja. Piekst euch aus. Oh, komm schon. Hab's geschafft. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ha. Hallo und das Gut gehört mir. Und ich nehme mal wieder den Stein. Gegenstand aufnehmen. Seelenfall. Okay. Verlorene und blauer Holzschild. Ich müsste mir jetzt mal wirklich nochmal die Schilder anschauen. Ich weiß nicht. Ich meine, es hat halt. Ja. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich probiere mal einfach mein Glück mit dem. Mal gucken, was passiert. So. Weiter. Ich will das jetzt hier entdecken. Erkunden. Von mir aus. Was haben wir hier? Nicht Gutes. Toll. Oh, da ist er. Da ist doch noch was drin. Die Titanitscherbe. Hey. Ach. Okay. V
Pharos Wahrheitsverkünder nicht im Inventar. Ja. Hätte ja klappen können. Öffnet sich auch nicht. Ach, Dreck. Na gut. Ich hab's erkundet. Erfolgreich. Wenn ich das mal so anmerken darf. Da kommen wir jetzt nicht mehr lang. Hm. Oh. 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 Cool. Das ist ja praktisch. Oh. Ah. Dass die Typen die ganze Zeit mir werfen müssen, muss nicht unbedingt sein. Ja, wo bin ich denn? Oh, warte mal, ist das nicht... verschlossen. Hm. Ich hab's hinbekommen, fragt mich nicht wieso. Lebenstein, Heimatknochen. Ein Lebenstein. Na danke. Gut, dass die nicht hier so giri sind. Ah. Das ist ein Hebeband, die wollen wir aber noch nicht. Da liegt was Tolles. Und da ist... wieso musst du das denn bewachen? Wieso musst du mich jetzt töten? Ach, Mann. Dreck. Was habe ich erwartet? Was habe ich erwartet? Ich hätte auch einfach aufwählen können. Warum habe ich eigentlich nicht daran gedacht? Das wird noch ein langer Weg, habe ich das Gefühl. Ihr müsst wissen, ich habe versucht, die Bomben da auszulösen, weil ich einfach gerade nichts zum Werfen habe. Hat funktioniert, wie man sieht. Hat funktioniert. Krass. Dreck. Ich befinde mich nun an einem anderen Ort. Verdammt. Scheiße, wenn man nicht fixiert ist. Ah! Das geht doch einfach mal um. Da ist ein Leiter. Wo bringt denn die mich hin? Na hier, kein Freund von Bäumen. Kenne ich. Oh Mann, das wäre schon wieder fast schief gegangen, ey. Ah. Leider passiert nichts. Leider. Wer weiß, vielleicht wird es auf einmal lebendig und greift mich an. Das heißt hier leider. Gehen wir erstmal hier hoch. Wo genau bin ich? Hier liegt auf jeden Fall was. Das sammle ich jetzt ein. Die wollen oder nicht? Leichte Armbrust. Eine Armbrust. Oh, ich raste aus. Was? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Was? Weil ich Bolzen brauche oder wie? Ah nee, das war... Oh. Ja, da hätte ich mal vielleicht mal drauf schauen sollen, ne? Ich brauche Stärke. 13er Zahl. Ich habe keine 13er Zahl. Verdammt! Kann ich... Achso, so kann ich rausnehmen. Okay. Ja, ich brauche 13 Stärke. Wer ist mit dabei? 13 Stärke? Wer geht mit? Hier, das sind doch die zwei... Das sind sie doch. Wollt ihr jetzt warten, bis ich da runterkomme? Weil...
Das da oben finde ich noch ein bisschen interessanter. Fackel. Oh, eine Fackel ist immer schön. Fuck, da ist eine Truhe. Ihr bewacht hier eine Truhe. Oh, oh, das war... Backstep? Backstep! Hör auf damit! Du weißt, dass ich das nicht mag. Ah, gut, 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 gut. Truhe, Truhe, Truhe. Und? Und? Kettenbrecher, Infanteriehelm. Oh Gott, das muss ich mir halt mal alles anschauen hier. Kettenbrecher. Mache ich weniger Schaden dadurch? Ja. Ah, Skimitar plus 1 ist die Waffe schon. Okay, interessant. Und das ist das Kurzschwert. Ja, ja, okay. Alles richtig gemacht derzeit. Zerbrochene Schwerter? Toll. Wollte ich schon immer haben. Siehst du, ich habe gar nicht wegen der Haltbarkeit geachtet. Dreck. So, da unten steht noch alles. Da ist ja auch jeder. Schön, Soldatenschild. Ah, warte mal. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Moment, das Schild, das muss ich mir jetzt mal anschauen. 95. Kann ich es tragen? Ja. Ist schwer? Vielleicht. Wird vielleicht der ganze andere Krimskrams ab, ist aber nicht so wild. Yeah, jetzt habe ich doch mal ein schönes Schild. Gott. Das war ein Fehler. Jetzt wird der stechen. Ich werde jetzt hier richtig riskant hier. Was zu, war zu erwarten, ne? Hey, was zu erwarten? Nein! Wieso habe ich das getan? Wieso habe ich das getan? Ach. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe es trotzdem getan. Das sollte jetzt aber möglich sein, mal endlich dahin zu kommen. Und mein Schnauze ist schon wieder weg. Verdammt. Das will so nicht. Komm schon. Muss doch irgendwie da hinten hinkommen. Das soll doch nicht das Problem sein. Irgendwie zu erwarten. Was habe ich mir eigentlich dabei gerade gedacht? Ich bin nicht entzückt. Irgendwann bin ich aber da. Hey, ich bin wieder hier. So, jetzt noch zwei. Willst du mich verarschen? Den haben wir, den haben wir. Will ich da hinten hin? Ich möchte es eigentlich gerne mal probieren. Jetzt. Das habe ich die ganze Zeit versucht. Die lassen mich aber auch nicht an ihren Rücken ran. Komm, steh mal auf. Pfeife. Ich möchte eigentlich auf jeden Fall zum Item hin. Was nur ein fucking gelbes Kraut war. Ach nö. Ja, geschafft. Sehr geil. Ja, da muss ich wieder Nebenstand nehmen. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir sehr bekannt vor. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Leben macht keinen Sinn, Idioten. Brauche ich nicht. So. Gegenstand aufnehmen, Feuerpfeil. Toll! Jetzt brauche ich nur was zum Pfeilen.
wenn ihr versteht, was... Ich gehe jetzt auch zu den Typen dahin. Hey, du! Das Leben macht keinen Sinn. Am Arsch! Was haben wir hier noch? Den Weg nach unten. Ich will eigentlich erstmal durch zum Aufzug. Es geht nach unten. Ich mach mir so. Ich könnte ja theoretisch... Nee, da fahre ich doch nur ins Verderben. Oh. Oh, nee, warte mal. Ich glaube, da möchte ich doch... Wenn ich das jetzt sehe, dann möchte ich vielleicht doch erstmal einen anderen Weg gehen. So ganz spontan. Wo war der nochmal da hinten? Ja, machen wir das lieber mal so. Oh, der hängt ja cool. Da ist kein Weg. Aber Lebenssteine. Einer. Großzügig. Oh. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Öffne dich. Ja, das geht ja wirklich. Shortcut. Yes. Na, Leben macht keinen Sinn, hä? Ah, Arsch! Mir machst du nichts vor. So, hier in der Nähe ist auch das Bonfire jetzt gleich hier oben. Ja? Das will ich nämlich jetzt mal gerne mal benutzen. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Und mal wieder... Ach. Es ist gerade ein Trauerspiel, ich will euch nichts vormachen. Die sind da noch. Ja, volle Fans. Toll. Ganz tolle Sachen. Okay. Voller Kummer gehen wir da runter. So, erstmal. Was? Was? Ach, ich saß ja gar nicht. Ich bin ja auch... Ach, was ist denn heute nur los? Ei, doof. Jetzt hat's geklappt. So, wie schaut's aus? Da? Da ist er. Da ist er doch. Hey, du. Schon Bonfeuer war. Wofür auch immer. Ich hatte doch sonst keine Probleme gegen den Knilch gehabt. Was habe ich jetzt irgendwas anderes gemacht? Ach komm, ey. Sei ich jetzt drin. Runter. Gib mir meine Seelen wieder. Bleib da liegen und sei tot. Hab ich euch irgendwas getan, dass ihr auf einmal so mit mir umgeht? So habe ich das verdient? Hab ich es? So, jetzt aber. Jetzt gehen wir hier runter. Definitiv. Gut zu wissen, dass da einer ist, hä? Ah, hey, verschlossen, Jona wartet. Also bleibt uns ja nur die Nebelwand übrig. Und durch geht's. Thank you.
der letzte Riese steht uns davor. Er ist gerade nicht der weiße Riese, also sauber ist er nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn ich ihn nicht ins Target nehme. Upp. Die Schaden mache ich nicht gerade, sehe ich gerade. Au! Komm schon! Weg, den Tiger in mir! Ich weiß nicht, was er tut, aber es gefällt mir nicht. Beweg dich doch noch langsamer. Nein! Aber es ist machbar. Immerhin. Es war mal ein Boss, gegen den ich gestorben bin, noch nicht. Nur Gegner. Ich glaube, ich werde nochmal ein Windspiel benutzen. Ein letztes. Ich glaube, ich mache mir gerade echt das Leben hier schwer. Ah ne, warte mal, ich hab's hier eh. Dann bin ich der wahre Mario. Kann ja nur gut laufen. Oh, hinsetzen nochmal. Wer zur Hölle bist du? Nein! Nein, ich mach das alleine. Okay? Ich mach's allein. Durch die Marke schon. Der sieht richtig mächtig aus. Echt jetzt? Uncool. Ich wollte zu viel. Der sollte ja jetzt möglich sein, ne? Ich wurde wieder so dämlich getroffen. Ich wurde schon wieder so dämlich getroffen. Ich verstehe es nicht. Was hat das für ein Radius? Kleine Schockwelle da. Das soll mich doch nicht stören, oder? So, ich sollte mal jetzt Abstand gewinnen. Oder vielleicht auch nicht, weil er jetzt benutzt er seinen Arm als Keule. Ah, das war das. Ich hatte nicht mehr Ausdauer gehabt. Okay. Oh ja! Ha! Ho! Oh nein, ich wollte zu viel! Nein! Das ist mir jetzt nicht wirklich passiert. Das ist mir jetzt nicht wirklich passiert. Das ist mir jetzt nicht wirklich passiert. Ist mir das gerade passiert? Ah. Komm schon. Das ist, wir tun so, als ob das vorhin jetzt nicht war. Das ist jetzt Versuch Nummer 2. Okay? Ich sollte vorhin aber wirklich mal lieber rollen. Übertreiben. Wow. Der steht richtig scheiße gerade. Hat er mich getroffen einmal? Ernsthaft? Der steht echt scheiße. Warum tut er das? Habe ich denn irgendwas falsch getan? Okay, ich glaube, das war verschwendet.
Ausdauer. Ich hasse es. Er springt zu viel nach oben für mich. Okay, Ausdauer ignorieren. Wir haben es fast. Nein, 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 nein. Denk nicht daran. Okay, beim zweiten Versuch läuft. Na? Wie geplant. 2010 nehme ich Soldatenschlüssel und Seele des letzten Riesen. Oh. Cool. Die Seelen werden wir jetzt definitiv für Level-Ups nehmen und nicht für irgendeinen anderen Schlund. Oh Gott. Kann ich das vielleicht aufmachen? Nee. Hätte ich das sein können. Wir könnten ja auch mal meine Schlüssel anschauen, die ich ja habe. Ist jetzt nur so, so eine Idee. Erzähl's bitte kein weiter. Vor allem nicht Data. Öffnet Schmied Leningrads Laden in Majula. Ja, das wollten wir ja auch noch machen. Öffnet Soldatentür im Wald der Riesen. Soldatentür, Soldatentür, Soldatentür. Was ist denn alles eine Soldatentür? Steht da eventuell ein Soldat davor? Spiel, rede mit mir. Was ist eine Soldatentür? Eine Soldatentür. Ist weiblich. Ist das eine Soldatentür? Hä? Ist das eine? Nee, ich will es jetzt wissen. Leben macht keinen Sinn, hä? Bullshit. Ja, das ist eine Soldatentür. Weil da war vorne ein Soldat. Jetzt habe ich auch den Weg hier. Wow. Oh mein Gott. Da war ich ja schon mal. Ich glaube, ich werde es bereuen, wenn ich da rausgehe. Yep. Seht euch den dicken Braun an. Nee, 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 nee. Wir werden jetzt erstmal getrost mit den Seelen nach Majula gehen. Ich werde glücklich sein, dass ich jetzt mich aufleveln kann. Einigermaßen. Ein bisschen. Ich glaube, ich werde aber auch ein bisschen auf Vitalität auf jeden Fall gehen und... Ja, wie schon auf Ausdauer, ich weiß nicht. Auf jeden Fall möchte ich reisen. Majula, mein Herr. Immerhin Boss geschafft. Na, ist dir schon langweilig gewesen? Ja, ich bin ein paar Mal gestorben. Und hast was dagegen? Ja, steh erstmal auf. Lass dir Zeit. La 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 la. Aufsteigen. Hui. Vita. Vita. Vita? Wir wollen aber auch ein bisschen Stärke. Ich finde, damit kann ich erstmal anfangen. Ja. Oh ja. So, irgendwelche Sachen für Flakons haben wir auch nicht gefunden. Jetzt machen wir das hier. Leningras Schlüssel benutzt. Yeah. Hey Kollege, Tür ist offen. Okay, dann später. Mir fällt gerade was ein. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn man so ein Vorwissen hat. Mir fällt gerade was ein. Nicht darunter fallen, das fällt mir nicht ein. Es ist Flakonscherbe. Das ist mir eingefallen. Dann können wir wenigstens mit zwei Flakons rumrennen. Das ist doch schon mal was. Hey. Das sind halt verdammt wenig Lebensstellen, die ich habe. Ja, 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 ja. Verstärken, ja. Bin ich jetzt verstärkt? Ja, bin ich. Gut, dann rasten wir mal. Und würde sagen, das war dieser Part, Leute. Ich habe mir wahrlich was Dickes vorgenommen hier anscheinend. Gott, war das ein Kampf jetzt gerade. Aber gut, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Dark Souls 2 mit mir. Bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen, ciao, ciao.